Moin Leute! Herzlich willkommen zum mittlerweile schon dritten FIFA 20 Livestream. Es werden mal wieder ordentlich Packs geöffnet und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir nochmal ein bisschen was investieren. Allerdings sind wir gerade ein bisschen pleite. Das bedeutet, wir müssen am heutigen Tag ordentlich ziehen. Das ist das Wichtigste, meine Damen und Herren. Das Packluck, das muss uns Holz sein. Habe ich gerade Holz gesagt? Holz. Jan Niewelt, 5er rausgehauen. GG zu Neymar. Ja, danke. Den haben wir allerdings schon längst verkauft. Wir haben ja im gestrigen Livestream, da ist einiges passiert und es ist auch tatsächlich etwas Neues passiert, was ihr noch gar nicht wisst. Und zwar, ihr seht, Cristiano Ronaldo, den haben wir beim letzten Mal uns schon gegönnt. Dann ist jetzt hier Mbappé ist neu im Team und ich würde gerne hier hätte ich gerne Didier Drogba oder Miroslav Klose. Einen von den beiden. Und hier, den müssen wir auch mal, ne, Khedira, da entweder Dybala oder vielleicht auch irgendwie eine Ikone. Müssen wir uns mal gucken, welche wir uns denn überhaupt leisten können. So. Ja, wir werden jetzt mal uns weitere Packs hier gönnen. Oh, oh, ist das nicht was? Das ist doch was! Das ist das Erste! Der rutscht durch! Ach komm, den kenne ich doch. Wer bist du? Dene oder so? Ja, ach komm. Da dachte ich mir, da kommt jetzt was Schönes. Was Leckeres. Oh, was Leckeres. Oh, was Leckeres. Keine Ahnung, welches Land das ist. Manchester City. Mahrez. Ja, läuft doch. Der wird doch was wert sein, der Junge. Könnt ihr mir kurz ein bisschen Nachhilfeunterricht geben? Aus welches Land ist das? Algerien. Krass, okay. Mahrez. Oh ja. Ja, doch, ein Lünn ist er wert. Oh, da rennt doch wieder was. Da rennt doch wieder was. Komm schon, bitte. Portugiese. Joao Moutinho. Dadurch, dass er echt slowly as a monkey ist, würde er wahrscheinlich nichts wert sein. Yep. Warst du schon mal in der Allianz Arena? Ja, war ich. War mega cool. Lag aber auch daran, dass EA mich damals eingeladen hat und ich in der Business, kann man sagen, Business Area? Oder es war halt so eine Art VIP-Bereich und das war schon echt krank. Alter, die leben da wie Könige. Ohne Witz. Das, was da abging, war schon sick. Also du konntest halt, du hattest deinen festen Platz. Wie kann man sich das vorstellen? Es war im Grunde genommen wie ein riesiges Restaurant im Stadion mit verschiedenen Buffets, mit einer riesig fetten Bar. Dann, wenn das Spiel angefangen hat, bist du halt runter zu deinen Plätzen gegangen. Und man konnte alles, man hat da richtig geiles Essen bekommen, Getränke und richtig krass. Oh, da läuft was, da läuft was. Jetzt kommt ein Deutscher. ZOM. Kai Havertz. Nice. Mann, der war doch gerade in Form, Junge. Was ich mitbekommen habe, Kai Havertz folgt auf Instagram Montana Black, Visca Barca und Marcel Scorpion. Hat wohl früher mal sich ordentlich Call of Duty bei den Jungs gegönnt. Oh, da ist doch wieder was. Da ist doch was. Jetzt komm bitte. Ein Deutscher. Nicht du schon wieder. ZOM. Schon Arsenal. Ja gut, Özil, 84er. Ist in Ordnung. Vor ein paar Jahren wäre es wahrscheinlich krasser gewesen, Özil zu ziehen. Wir können ja mal schauen, was der noch wert ist, der Junge. Was ist Özil? Ach, Özil ist ja gar nichts mehr wert. Oh, jetzt komm. Bitte, bitte, bitte. De Bruyne? De Bruyne? LM? Carrasco. Oh, 90? Carrasco? Oh, du könntest doch was wert sein, Junge. Zwar keine Sané-Preise. Ach komm. Oh Mann, Junge. So, ich werde jetzt ein Pack machen, wo ich einfach kurz rausgehe, weil ich muss mir einmal ein bisschen Milch in meinen Kaffee packen, weil der ist mir ein bisschen zu stark. Da möchte ich jetzt einmal Messi sehen. Mir hier meine schöne Hamburg-Tasse. Sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ist geil? Ach, Raphael, Mann. Einzige Enttäuschung. Warum? Warum spielen? Wenigstens weiß ich jetzt, wie die algerische Flagge aussieht. Viele denken, ja, okay, FIFA, weißt du, da lernst du nichts. Doch, ich habe jetzt einmal die Flaggen. Die Flagge von Algerien, die hat sich jetzt in meinem Kopf eingespeichert. Und ich werde das in meinem Leben nie wieder vergessen. Doch, da ist was. Da ist was. Tscheche, ZM, Barcelona, Rakitic. Das ist Chilene, Vidal. Ach komm. Ja, ist in Ordnung. Du, bitte, Vidal, jetzt sei mal was wert. Tscheche, ich möchte mich an alle Tschechen da draußen, es tut mir leid. Ja, gut, danke, Vidal. So viel dazu. Oh, doch, da komm jetzt. Jetzt mach mal Klingeling. Mach mal Klingeling, Holländer. ZOM, Klingeling. Oh, es ist ein Walkout. Es zählt doch als Walkout. Ist jetzt nicht unbedingt der... Nee, aber der wurde ja schon so oft gezogen. Leckos mio, der geht ja doch da. Für 30k geht er weg. Hol dir Jesus. Junge, Jesus gibt's nicht in diesem Spiel. Oder vielleicht doch? 187. Oh, es klingelt an der Tür, wartet. Oh, ich mach noch ein Pack auf. Das muss mir Glück bringen. Mano,
Manuel, als ob! Da ist das Ding, Manuel Neuer! Was los, ein Walkout? Da habe ich gerade meinem Nachbarn ein Paket gegeben, der mich hoffentlich jetzt nicht mehr hört. So läuft das! Hamburg, meine Perle hier mit der schönen Tasse. Was bist du wert? Komm schon, sei bitte was wert, Manuel Neuer. Manuel, warum bist du nicht so viel wert, wie ich dachte, Junge? Aber egal, den behalte ich für mein Bundesliga-Team. Das läuft auf jeden Fall. Lecker Schmecker. Oh, da ist doch jetzt. Da läuft was. Da läuft was. Brasilianer. LF. Fernandinho. Nochmal ein 87er. Ein Walkout. Da kommt da. Hey. Bruder. Bruder. Oh, oh, oh. Bitte. Ich bitte dich. Ein Engländer. Stürmer. Manchester United. Rashford. Der gibt wieder Kohle. Sauber. Der gibt nochmal schön 90k oder so. So, die Dinger brauchen wir. Weil dann kommen wir auch wieder auf die 1,6 Millionen und dann gibt's Didier Drogba. Aber mal sowas von. Oh, da läuft was. Da flutscht was. Bitte. Ein Brasilianer. LF. LF. ZA. Oh, wer bist du? Marquinhos. Ach, ein Walkout. Ja, danke, Marquinhos. Oh, jetzt sind wir schon bei 616. Also wir könnten jetzt eigentlich, könnten wir uns Klose gönnen. Ich hoffe, er ist es wert. Miroslav Klose wechselt zum FC Paluten, meine Damen und Herren. Ein Top-Transfer, eine deutsche Legende, ein Ehrenmann. Das muss man einfach sagen. Miroslav Klose, einfach ein Dude. Und genau deswegen hätte ich ihn auch super gerne jetzt hier. Vielleicht passt er ja. Ich fand, der war immer so ein richtig auf dem Boden gebliebener. Ich habe letztens auch so eine Doku über den gesehen. Alter Schwede, so ein sympathischer Kerl. Also ganz ehrlich, gibt es im Fußball nur noch wenige von. Da gab es ja auch einmal diese Entscheidung, wo er halt zugegeben hat, yo, das war kein Tor, ich habe den mit der Hand reingemacht. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen mehr. Jetzt linkt das alles ein bisschen besser. Okidoki, dann wagen wir doch mal ein Tänzchen, meine Damen und Herren. Das erste Spiel des heutigen Tages vom FC Paluten. Nachdem das Team beim letzten Mal herausragend gespielt hat, werden wir sehen, ob die Neuverpflichtung von Mbappé und Miroslav Klose etwas bei diesem Verein nach vorne bringen. Oder ob sie uns zurückwerfen. Oh, oh. Okay, ja, ja. Sieht auch gut aus. Ist ein souveränes Team. Aber insgesamt würde ich sagen, dass unseres dann doch schon besser ist. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, wie sich Miroslav Klose in unserem Team denn so macht. Miroslav! Oh, Miroslav Klose mit dem ersten Schuss. Van Dijk, das spielt sich aber kaum jemand frei. Das Cristiano! Und das 1:0. Cristiano Ronaldo weiterhin in Topform. In unserem Verein. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Mir hat man auch gesagt, ich soll... meine Innenverteidiger nicht aus der Viererkette rausholen. Ah, Mist, ey. Zu einfach habe ich es dem Gegner gemacht. Zu einfach. Das war... Da war ich mehr mit mir selbst beschäftigt als alles andere. Da kann er den einfach reinmurmeln. Fährmann. Da müssen wir auch in der Defensive einfach mehr tun. Schauen, dass wir hier... Alles gut aufbauen. Jetzt ist nochmal Miro. Miroslav Klose! Oh, Miro. Miro, den kann man auch mal machen mit 87 Schuss, ne? Oh Gott, was mache ich da? Was mache ich da? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ach Gott. Warum schieße ich den Ball nicht einfach hoch? Oh, er ist... Abseits. Abseits! Oh, danke. Danke, lieber FIFA-Gott. Brudi. Hau die Möhre einfach nur raus. Also ich muss sagen, mein defensives Mittelfeld gefällt mir überhaupt nicht. Die kriegen halt nicht das Bindeglied zwischen Abwehr und also dem Mittelfeld. Also ne, so direkt dazwischen, da kommen die Bälle nicht an. Oh, na, was ist das schon wieder? Das ist das, was ich meine. Ich krieg da vom defensiven Mittelfeld immer nicht viel mit. Jetzt Cristiano Ronaldo, das war kein Abseits. Herr Schiedsrichter, gekauft. Gekauft sind sie. Boah, da ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Dios mio, alter Verwalter. So, Klose, genau, Kopfball, weil da bist du der Spezialist. Da sollten wir vielleicht auch mal mehr drauf gehen. Oh Mann, ey. Ich spiele mir hier einen Mist zusammen. Das passt auf keine Kuhhaut. Klose, Klose, meine Damen und Herren. Der Goldjunge, ich habe nie an dir gezweifelt. Unglaublich, durchgesteckt. Und dann ist er da, wo er sein muss als Stürmer. Eine Chance, ein Tor. Miroslav Klose. Mister. 100%. Da ist doch Mbappé. Wunderbar. Und da ist doch auch Miro. Miroslav. Miroslav Klose mit dem 3:1. Der Junge. Zwei Chancen, zwei Tore. Einfach Zucker. Mbappé, wie er auch den Ball da noch zu ihm rüberspielt. Und dann schnappt er. Da schnappt er zu wie das Krokodil. Da macht er Schnapp, der Miro. Oh, schön jetzt auf Cristiano Ronaldo.
Und dann muss er zünden. Und dann spielt er nochmal rüber auf Mbappé. Aber Cristiano, wunderbar. Läuft doch 4:1 jetzt nochmal. Das war jetzt deutlicher, als der Spielverlauf eigentlich hätte sein müssen. So ganz am Anfang des Spiels habe ich nicht so wirklich dran geglaubt, dass wir das hier tatsächlich nach Hause holen können. Wir hatten, ich gebe auch gerne zu, wir haben die besseren Spieler. Aber das spielt bei FIFA auch manchmal einfach eine untergeordnete Rolle, wenn der Gegner halt einfach mehr Skill hat. Aber, meine Damen und Herren, 4:1, das Endergebnis des FC Paluten. Premiere von Mbappé und Miroslav Klose. Cristiano Ronaldo auch zweimal gestochen. Das ist doch wirklich schön. Magst du Trimax? Ja, ich glaube, ist ein netter Dude. Es gibt an sich kaum jemanden, den ich auf YouTube nicht mag. Also da gibt es wirklich ganz, ganz wenige. Das Einzige, was mich tatsächlich traurig macht, ist, dass ich nie... Wisst ihr, die Leute werden immer bei diesen komischen Punkt, 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 Mary Kill Sachen, da ist nie Paluten mit dabei. Da frage ich mich, Leute, warum lassen die denn den armen Pidizzle immer aus? Ist er nicht Fame genug? Ich glaube, du bist nicht attraktiv. Wow. Wow. Wow, und deshalb bin ich nicht dabei, weil ich nicht attraktiv bin. Jetzt gehe ich gleich in die Ecke und weine. Das macht mich aber traurig. Wow, nicht attraktiv. Ja, warum ist dann Simon dabei? Wegen seinem roten Charme. Der hat einfach die... Obwohl, er hat ja nicht mal mehr Dreadlocks. Ganz ehrlich, da wurden einige YouTuber genannt, mit denen ich definitiv konkurrieren kann. Vom Sex-Appeal. Ganz ehrlich, meine Damen und Herren. Rast ihn gleich aus. Weil er Veganer ist. Ja, ich kann aber auch Veganer werden. Dann bin ich auch so sexy wie Unge. Dieser sexy Veganer. Die Veganer nehmen uns die Frauen weg. Oh, 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 oh. Jetzt bitte, ich bitte dich. Was ist das denn? Wer bist du, Rechtsverteidiger? Rodriguez. Oder Rodriguez. Ja, Maxi, du bist nichts wert, ne? Och, 13. Oh, da geht was. Da geht was. Klingeling, Klingeling, Franzose. Ich bitte dich, Franzose, linker Partei. Wer bist du? Die. Oh, da läuft doch wieder was. Da läuft doch was. Ich bitte dich. Ich bin ein Brasilianer. Ein Brasilianer. Torwart. Alisson Becker. Nee, Neto. Okay, ist ein 85er. Bruder, sei doch bitte was wert. Oh, Dios mio, Neto, was machst du? Maradona ist in FIFA 20 OP. Oh, der ist jetzt OP. Der bitte sei, ach, ein Schottel. Robertson, ey, der könnte was wert sein. Bitte, Huni, 100.000. Jawolski, eigentlich könnte ich den sogar behalten. Weil der würde halt super mit Van Dijk linken. Weil momentan haben wir da eh nur Grütze. Oh, Premium Goldspieler Pack. Jawohl, rein in die Olga. Komm jetzt. Bitte, 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 was Gutes. Jetzt, komm. Junge, bitte. Das läuft durch, das läuft durch. Cavani? Stürmer? Suarez! Ist er doch hier? Nein, Suarez! Ja! Da ist das Ding. Der ist doch was wert. Bitte, liebes Spiel. Mach mich nicht traurig. Sag mir nicht, dass der nichts wert ist. Sag mir nicht, der muss doch was wert sein, Suarez. 100.000. Ist in Ordnung, super. Können wir gut gebrauchen. 90.000 können wir gut gebrauchen. Jetzt, zieh durch. Zieh durch. Ja, der zieht durch, der Junge. Belgier. Zentralkompanie. Nee, Tottenham. Als ob. Vertonghen. Der muss doch auch was wert sein, der Junge. 87er. Könnte man auch fürs Team nehmen. Sauber, geiles Ding jetzt hier. Wir könnten gleich mal unser Team zumindest ein bisschen upgraden. Da haben wir doch jetzt hier Mr. Robertson. Den können wir hier. Super. Dann sind die super geilo gelinkt. Die haben jetzt allerdings nur noch... Ja, Khedira ist scheiße. Haben wir hier irgendwie jemanden, der vielleicht ein bisschen besser wäre? Ja, warte mal, wenn ich jetzt Havertz da rein tue... Nee, da geht der Junge ja unter. Mach Klose zum ZOM. Ach so, dann würde ich den Klose... Ja, aber wen packe ich dann in Sturm? Ich habe ja niemanden, der Mbappé und Cristiano Ronaldo linken würde. Das bedeutet, ich bräuchte halt noch eine Icon. Du brauchst keine weitere Icon. Matthäus ist besser, Matuidi. Achso, Matuidi würde dann hier hinkommen und dann könnte ich da Dybala hinhauen. Da wären die halt von der Chemie her richtig krass. Ah, der ist ja auch sogar Franzose. Oh ja, das ist ja an sich gar nicht so schlecht. Den können wir an sich mal kaufen, der ist ja auch echt nicht teuer. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Der Junge hat jetzt eine wunderbare Chemie. Robert Lewandowski, alles klar. Achso, Dybala sagen noch einige. Aber Dybala ist doch wieder, ist ja richtig teuer, oder nicht? Bei dem gehe ich doch pleite bei dem Jungen. 131, Astrein, Dybala bist gekauft. Ach, Objekt ist leider abgelaufen. Kaufe ich halt den Stürmer. Bumm, Objekt ist leider abgelaufen. Leute, ihr wollt mich doch alle verarschen. Halleluja, jetzt zuweisen. So, dann
wirst du ausgewechselt. Und dann sieht es doch schon mal ansatzweise ein bisschen besser aus. Jungs, braucht jemand hier irgendwas? Nee, sieht alles gut aus. Let's go. Okay, ein Bundesliga-Team. Nice one. Als Trainer Zinedine Zidane. Vorne Paulsen. Dann haben wir da noch Brandt, Sancho, Piszczek. Vom Team her sind wir besser. Aber ganz ehrlich, wichtig ist auch immer, wie gut oder schlecht der Spieler dahinter ist. Oben ist Klose! Oh, Klose dran vorbeigesprungen. Junge, du bist doch, das ist doch deine Spezialität, der Kopfball. Sancho gegen Robertson. Der ist schnell. Oh, der geht einfach an ihm vorbei. Schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Weg, weg, Jungs, weg. Weg den Ball. Sehr gut, sehr gut. Klose geht durch. Klose, Klose. Und wieder hat er den Finger dazwischen. Oh, vorsichtig, Jungs. Und drauf jetzt. Oh, vorsichtig, nix. Herr Schiedsrichter, das darf man nicht pfeifen. Jetzt fährt schon wieder mein Stuhl runter. Ah, wir schwimmen gerade ein bisschen. Also wir haben wenig zählbare Torchancen. Ach, nicht gut. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, Halbzeit. 0:0. Nun gut, Leute. Da müssen wir natürlich mal schauen, dass wir hier vielleicht mal mit Miroslav Klose, dem Goldjungen, vielleicht doch mal zu einem Torerfolg kommen. Und jetzt schicke ich dich. Schick. Matuidi. Oh, Junge. Klose, hast du. Jetzt da oben. Boom. Oh. Ja, die sind zu weit außerhalb, die Schüsse. Dass da mal wirklich was gefährlich werden kann. Habe ich so. Oh, Klose. Den musst du doch machen, Junge. Dafür haben wir dich verpflichtet. Oh, Cristiano. Spiel mal auf Klose mit dem Kopf. Da hatten wir, glaube ich, sogar noch die... Hätten wir die Zeit gehabt, den anzunehmen. Oh Gott, geiler Ball. Der spielt nochmal zurück. Oh, schön. Den habe ich gerochen. Jetzt, Cristiano, Spiel rüber. Klose, 88. Minute. Da ist er, das Ding, meine Damen und Herren. 88. Cheesy, ich weiß, Cheesy den Ball rüber gemacht. Aber Miroslav Klose, der Goldjunge. Also man muss sagen, die Verpflichtung sowohl von Cristiano Ronaldo als auch von Miroslav Klose ist einfach Gold wert. Und er macht ihn nicht rein. Cristiano, was ist mit dir los? Was ist da am heutigen Tag? Die Junge, die haben einfach kein Zielwasser heute getrunken. Und da ist das Spiel vorbei, meine Damen und Herren. Jawohl! Gut, meine Damen und Herren, das war's mit dem heutigen Stream. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Falls ja, könnt ihr hier im Stream nochmal ein Like da lassen. Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da. Aktiviert die geile Glocke. Ich denke, die meisten von euch wissen Bescheid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank wie immer an alle Leute, die da waren. Egal, die stille Zuschauer waren, die im Chat mitgewirkt haben, die was donated haben, die reingesubbt haben, whatever. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Stream reinhauen. Die Tage, Wochenende wahrscheinlich eher weniger. Ich will nichts versprechen. Aber ich glaube, Wochenende ist erstmal easy going, chilly milly. Okay, Leute, vielen Dank. Haut rein. Ciao, ciao.